Die IMEX in Frankfurt hat über 3 Tage lang die Tagungs- und Eventbranche aus der ganzen Welt zusammengebracht. Auf über 18.000 Quadratmetern sind 2.300 Aussteller in Frankfurt, um über ihr Angebot im Bereich von Tagungen, Events und Kongressen zu informieren. Mit dabei auch Südafrika. Und hier hat man besondere Produkte mit dabei. Denn Südafrika hat bereits auf Events wie der Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt, dass man es versteht zu inszenieren und die hervorragenden Begebenheiten des Landes auch in Szene zu setzen. Das Convention-Büro Südafrikas ist mit starken Argumenten auf der Messe und zeigt klare Botschaften auf. Auch in Südafrika ist MICE back. Certainly, MICE is back. If anything, business event sector has really made a comeback, an amazing comeback in terms of numbers that come to South Africa, in terms of numbers that come to the region, you know, for business related events. It's been a great turnout for us as Africa. It's been a great turnout for us as South Africa in terms of ensuring that big numbers come back to South Africa for hosting of MICE related occasions. Für Veranstalter sind gerade die Produkte rund um die Safari interessant und hier gibt es einige Incoming-Agenturen, die sich besonders hierauf spezialisiert haben. Das sind so die Klassiker zwischen Kapstadt, die Gartenroute und natürlich entweder der Krüger Nationalpark oder eins der privaten Game Reserves, wo man einfach das perfekte Safari-Erlebnis dann entsprechend hat. Wir hatten das Glück, dass wir Reisende schon seit März 2021 willkommen heißen durften. Und wir haben gemerkt, wie schnell die Nachfrage nach Südafrika und generell Afrika nachzog und so, dass wir letztes Jahr im Dezember in Kapstadt auf Vor-Corona-Niveau schon waren. Übrigens, das größte Convention- und Messezentrum Afrikas liegt in Durban in Südafrika. Auch hier sind bereits Mega-Events auf dem Terminplan. Schaut man sich um auf der Fachmesse in Frankfurt, so wird schnell klar, dass Events und Veranstaltungen und das Zusammenkommen live und mit speziellen Erlebnissen wieder zu 100% zurück sind und das Angebot hierfür auch wieder auf hohem Niveau vorzufinden ist.